Die richtige Fluglochgröße ist immer die Frage. Das ist jetzt die Wintergröße, was sie haben. Aber wenn sie so dicht beieinander sind, dann mache ich den gerne ein bisschen weiter auf. Erst wenn sie es komplett brauchen, also in der Volltracht, wird auch das andere Hölzchen rausgenommen. Selbig ist auch hier genau das Gleiche. Das hier ist okay. Aber hier haben wir wieder ein Flugloch, was doch ein bisschen zu klein ist. Dann kriegen die Bienen ein bisschen mehr Platz. Und wie man sieht, nehmen sie ganz schnell dieses Angebot in Anspruch. Hier ist jetzt so ein grenzwertiger Fall. Ja, mein Gott, man könnte hier ein bisschen mehr Platz geben. Je nachdem ist mal ein bisschen enger gedrängt mit den Bienen. Aber ja gut, also wenn so viel fliegt, dann kann man auch ein bisschen Platz geben. Halt, das war die falsche Seite. Komm raus. Da ist noch ein Bienchen dahinter. Na, komm doch raus, jetzt ist es draußen. So, diese Seite wird aufgemacht. Ja, aber hier, die haben genug Platz. Und die brauchen den größeren Platz.